Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr bestimmt seht, ist jetzt ein bisschen Licht ins Spiel gekommen. Ich habe mir auch eine neue Webcam geholt, so dass es nicht mehr so dunkel ist. Ich hoffe, das gefällt euch und ihr könnt mein Gesicht jetzt ein bisschen im Licht ertragen. Ansonsten spielen wir jetzt in der Kampagne weiter. Wir sind ja immer noch bei der Fall der dunklen Bruderschaft unterwegs und sollen immer noch ein bisschen was infiltrieren. Ein paar Missionen haben wir nur noch offen. Ich finde ja Kampagne ganz nett. Und der Computer, der wehrt sich auch extrem krass. Umso peinlicher ist es, umso nervöser bin ich, wenn ich verliere. Gegen einen neuen Computer. So, die ganzen haben wir, glaube ich, schon gemacht. Und das hier haben wir noch vor. Das sieht harmloser aus. Ich glaube, ich fange erstmal damit an. Ritter der Stunde, ein Eindringling zu den Waffen. Rüstungsreihe. Wenn eine... vielleicht bekomme ich endlich den. Ich spiele die Kampagne eigentlich nur wegen einer Karte, die ein Deck von mir vervollständigt. Wenn eine Kreatur hier beschworen wird, verdopple ihre Gesundheit. Uiuiui. Uiuiui. Ich glaube, da habe ich das richtige Deck. Control Mage. Mit den anderen habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Da bin ich mir nicht sicher. Ich probiere es erstmal damit. Ich guck mal. So, die Reihe ist links. Ankano! Die Karte finde ich schon ziemlich cool. Nur irgendwie ziehe ich den Typen nie. Okay, hinrichten ist jetzt eher nicht so toll. Und der flüchtige Intrigant, ich tue es auch mal weg. Ich hoffe mal, dass ich was Gescheites bekomme. Okay, die kreisende Harpy, das ist jetzt alles nicht so prickelnd, der Anfang. Und den Manticore, den brauche ich jetzt eigentlich auch noch nicht. Da hat er natürlich gleich das passende Deck, ne? Aber. Ach Quatsch, nur die. Ach, nur die Gesundheit, stimmt. Nicht alles wird verdoppelt, sondern die Gesundheit. Ach Mensch. Ja, die muss gleich mal weg, die ist gefährlich. Gefällt mir gar nicht. Ich bin bereit und diene. Wenn du eine andere Kreatur beschwerst, gibst du ihr plus 2. Also da rastet er ja komplett aus mit dem Leben. Okay. Machen wir es erstmal so. Jawoll. Also das mit dem Leben ist eigentlich ganz interessant. Ja, natürlich. Aber dann können wir den jetzt mit dem Feuerblitz vernichten. Der krass, er ist kalt 10 Leben. Ja, krass. Aber dann glaube ich, dass ich jetzt erstmal nicht so wirklich die starken Kreaturen hat. Ich werde erst sowieso erstmal den hier los. Ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll, ehrlich gesagt. Da gibt es auch eine Karte, die, glaube ich, den Angriff dem Leben anpasst. Ich glaube, ich habe da sogar ein Deck. Ich glaube, ich habe da sogar ein Deck extra dafür. Oh Mensch. Was soll ich mit dem nur tun? Okay, ich versuche es irgendwie so ein bisschen auszumerzen, bis ich die oberste Atromantin spielen kann. Ich glaube, da habe ich am meisten davon. Also der bunkert sich da richtig zu. Oh, jetzt wäre natürlich das hier gut. Ja, hauen wir weg. Der kann von der Seite nicht viel machen. Der hat auch nicht mehr so viel Leben, aber... so viel Karten, meinte ich. Der spielt halt nur noch so Kombinationskarten. Der ist halt wirklich gefährlich. Deswegen packe ich den direkt mal weg. So, die ist jetzt gut. Da kann ich...
diese hieße auch mal links spielen. Dann kann ich die nächste Kreatur mal so ein bisschen aufstocken. Was er machen kann, er kann hier einfach reingehen und dann die hier vernichten. Das heißt, ich werde diesen Hiesen so ein bisschen aufhalten und dann kann ich die wenigstens ein bisschen aufstocken. Ja, das mache ich mal so. Also, ich halte ihn erstmal auf. Wenn er jetzt versucht, die irgendwie anzugreifen, ich meine, vernichten kann er sowieso nicht. Genau, diese Karte möchte ich haben. Die fehlt mir für mein Control Deck. Genau das, was ich gerade eben spiele. So, dann gibt's auch einen Guide dazu. So. Dann spiele ich erstmal einen der Folianten. Hätte es natürlich gerne ihr gegeben. Aber habe jetzt auch keine Wahl, ansonsten komme ich da ja überhaupt nicht vorbei. Muss ich da vorbeikommen? Das dauert ja sonst ewig, bis ich mich an denen vorbeigekloppt habe, ne? Das dauert wirklich ewig. Ich mache das erstmal so hier. Okay. Ich hätte ja ganz gerne eigentlich lieber ihr einen Schutzzauber gegeben. Bevor ich den zermalmenden Schlag benutze. Das mache ich auch. Ich meine, wir kommen bald in einen Mana-Bereich, wo wir den Manticore spielen können. Und dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus. Ich gebe ihr lieber ein Schutzschild und gehe hier rein. Lass das erstmal. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Okay. Okay, so langsam wird es doch eng. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ihr bleibt bei mir, Soldat. Ich erwarte euren Befehl. Der kommt mir eigentlich gerade recht. Den spiele ich auf jeden Fall links. Ich habe viele wichtige Dinge im Kopf. Den kann ich... Den kann ich mit dem zermalmenden Schlag in der nächsten Runde töten. Deswegen wäre es schon cleverer, den hier zu vernichten. Weil an den komme ich nicht so schnell ran. Ich habe aber den Feuerblitz, um ihn da zu töten. Also könnte ich mir das eigentlich aufsparen. Okay, machen wir das so. Oh weh. So, der hat 6, 7, 8. Das kriegen wir hin. Da gehe ich natürlich nicht rein. Er könnte dann eine von denen hier töten. Was er wahrscheinlich auch tun wird. Aber das wäre Verschwendung. Die Ausbildung ist vorbei. Noch eine von denen. Okay, ich werde den Manticore einmal links in der nächsten Runde spielen und dann einmal rechts. Und dann darf er erstmal gucken, wie er daran vorbeikommt. Okay, die Karte ist auch nochmal sehr gut. So. Und dann können wir gucken, ob wir nochmal Leben irgendwie dazu bekommen. Okay, erstmal den Manticore links. So, da wird der erstmal wichtig. So, da wird er sich erstmal schwer tun, aber wir haben ja gesehen, der hat auch diese Sperre. So, da kann er von rechts 3 Schaden machen. Dann wird es natürlich schon gefährlich. Deswegen gehe ich doch erstmal lieber rein. Ich darf nicht mehr so viel Leben verlieren. Ihr könnt mich nicht besiegen.
geben dieser hier Kraft. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Okay. So, dann spielen wir rechts natürlich auch den Manticore. Ja, stimmt. Ich kann es ja nur in meiner eigenen Reihe. Früher konnte man das noch auf beiden, da war es noch egal, aber da war er zu overpowered. Fand ich nicht. Doch, fand ich schon. Okay, packen wir erstmal den hier weg. So, jetzt könnte ich noch Hinrichten benutzen. Könnte ich die hier noch zum Beispiel wegballern. Wäre natürlich nicht dumm. Weil sie nervt. Ich könnte aber auch später einfach die Kombination benutzen, weil ich komme da nicht wirklich dran vorbei. Aber Dieb kommt sowieso nicht zum Einsatz, also was will er tun? Ich könnte nämlich hier Wolkenruhe-Illusionistin zusammen mit Hinrichten benutzen, um dann irgendwie eine stärkere Karte zu vernichten, was vielleicht cleverer wäre. Ja, das wäre auf jeden Fall cleverer. Ich lasse es mal drauf ankommen. Gut, wenn er es schafft, jetzt mit irgendeiner Karte, also okay, macht er nicht, aber hätte er sie vernichten können, hätte er mich vernichten können. Aber gut, manchmal muss man Risiken eingehen. So, ich würde sagen, wir bauen uns erstmal ein Board auf. So, die Oberstadtromantin wäre schon mal sehr attraktiv für den Job. Die hätte hier auch ganz gut leben. Und hier würden natürlich dann noch zwei von denen, von diesen Feuerteufeln. Okay. So ist das halt manchmal. Okay, er bekommt noch drei Leben. Er kommt hier trotzdem nicht dran vorbei. Wir gehen natürlich rein. Okay, ich hätte... Ah, ja, das lohnt sich nicht. Da hätte ich den auch reingehen können. Nee, das mache ich nicht. Ich könnte dem hier noch einen Schutzzauber geben. Das wäre eine gute Möglichkeit, um ihn einfach mal zu schützen. Dann beißt er sich natürlich in die Zähne aus. Das wäre gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe noch genug Mana übrig. Vorsicht, mein Freund. Das gebe ich ihm lieber. Und dann machen wir das so. Okay. Also wenn er hier jetzt nicht mehr viel machen kann, haben wir genug Power, um ihm richtig eine auszuwischen. Und die Deckanordnung hat meiner Meinung nach jetzt eigentlich keine direkten Karten wie Blitz. Vielleicht habe ich auch irgendeine vergessen. So, ich versuche mal einen der Feuerblitze zu generieren. Jawohl. Machen wir es mal so. Können wir den Feuerblitz dafür verwenden? Okay, lass mich kurz mal rechnen. Das kann eine Weile dauern. 11, 17, 22 und 24. Das reicht auf jeden Fall. Was ich aber trotzdem sehr riskant finde. Okay, er kommt ja trotzdem nicht an ihm vorbei. Er kommt trotzdem nicht an ihm vorbei. Okay, ich mach's erstmal so. Ich greife erstmal hier an. Dann gehe ich mit ihm rein. Dann gehe ich mit ihm rein. Siehst du? Hä? Dieser Vollidiot. Okay, geschafft. Okay, so kann es auch laufen. Das war knapp. Aber ihr habt gesehen, das Risiko hat sich gelohnt. Und gleich mal die Quest erfüllt. Für 70 Goldstücke.
Jawohl. Nur noch ein paar Tage, dann habe ich wieder 1000 Gold zusammen. Jawohl, der Ritter der Stunde, der hat mir gefehlt. Das ist eine richtig geile Karte. Prophezeiung, Wächter und gibt dir noch Gesundheit. Also der Typ ist richtig gut. Und werde ich dann später direkt mal ins Deck einbauen. Keine Spur von Markham. Der Agent musste anderswo suchen. Und nachdem ich es dann ins Deck eingebaut habe, mache ich direkt meinen Guide dazu. Und werde mal erklären, wie das so funktioniert. Okay, das haben wir geschafft. Kommen wir doch gleich mal direkt zum nächsten. Wir haben also eine Tempelreihe. Wenn eine Kreatur hier beschworen wird, erhältst du eine Gesundheit. Der Tempel belohnt Gesundheitszugewinnen. Also ein Deck mit vielen Kreaturen ist schon mal nicht schlecht. Ich möchte euch doch mal was zeigen, was ihr halt nicht jetzt die letzten Tage so oft gesehen habt. Das Problem ist, ich habe erst wieder vor kurzem angefangen und habe viele Decks lange nicht mehr gespielt. So, kennt ihr den Tempo Vampire noch? Das ist jedenfalls ein ziemlich geiles Deck. Wir spielen es einfach mal. Was haben wir zu verlieren? So nichts. Dann machen wir einfach mal. Okay, die brauchen wir noch nicht. Das Besondere an dem Deck ist, ich habe den Unheil-Klippe-Vampir einfach mal eiskalt dreimal drin. So, was ist denn das? Solange du 40 oder mehr Gesundheit hast, erhalten deine Kreaturen plus 5 plus 5. Das ist gut. Das ist echt gut. Richtig krass sogar. Okay. Okay. Bevor er mir zu viel Leben abzieht, halte ich ihn erstmal auf. Ich lebe, um zu dienen. Okay. Also ich habe auf jeden Fall einen Wächter. Ist halt eine ziemliche Verschwendung. Aber okay. Es gibt einen Plan. Es gibt immer. Also der ballert sich natürlich mit Leben voll, wird jetzt sehr gefährlich. Langsam muss ich ihn auch mal einen Schaden machen. An dem kommt er nicht vorbei. Das wäre auch wichtig. Ich mache das nochmal mit ihm. Mit ihm kann ich dann nochmal Gesundheit generieren und das sogar jede Menge. Okay, den kenne ich gar nicht. Nachdem du eine Aktion ausgespielt hast, beschwöre eine zufällige Kreatur mit denselben Kosten aus deinem Deck. Das ist krass. Das ist krass. Ich bräuchte irgendwas zum Verstummen. Also der muss weg. Der hat mir viel zu viel Leben. Oh. Jetzt kriegt er auch noch sowas. Ach du Scheiße, macht er mich fertig. Ach du Scheiße. Shit. Ich habe gar keine Wahl, als den zu spielen. Weil irgendwie muss ich den Dicken da ja loswerden. Na toll. Was passiert da gerade? Okay, ich bin an meinem Meister angekommen. Vielleicht habe ich ja eine nützliche Prophezeiung, die mal vielleicht aufploppen könnte. Ach du Scheiße, der eskaliert ja komplett. Mhm.
Das bringt gar nichts. Gar nichts. So ein Mist. Das war's, Leute. Das kann ich knicken. Das bringt's ja nicht. Okay, ich muss es mit dem anderen wegprobieren. Also, ihr habt ja gesehen, wie der total eskaliert ist. Habe ich da ein Deck, was dem mithalten kann? Ich überlege gerade. Ich würde ehrlich gesagt lieber etwas spielen, wo ich... mit dem ich ganz viele Kreaturen... Dann spiele ich halt nochmal einen Sewer Assassin. Da kann ich halt wenigstens ihm auch Schaden zufügen, dass er diese +5/+5 nicht bekommt. Das wäre schon wichtig. Mache ich das. Es ist eine Kurve, die in Ordnung ist. Bevor ich jetzt nur so hohe Kreaturen bekomme, was natürlich noch schlimmer wäre. Okay, der ist natürlich perfekt. Und den spielen wir hier. Bekommen schon mal ein bisschen Leben. Ich gebe euch Deckung. Ja, den löschen wir doch direkt mal aus, oder? Den kann ich dann immer noch in Sicherheit bringen. Der ist halt natürlich sehr... Ich wollte gerade sagen, dass er sehr nützlich ist. Aber er ist ja direkt mal verstummt. Das ist clever. Das ist richtig clever. Okay, ich gebe den erstmal... Au! Er hat doch durch die 5 Leben bekommen. Oh. Ich hätte erstmal angreifen müssen. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Shit. Aber okay. Interessant. Das war mir klar. Wir machen das erstmal so. Ich lösche die hier erst aus. Und dann switche ich mit der hier rüber. Dann kann ich in der nächsten Runde die hier auslöschen. Das klingt nach einem Plan. In der sechsten Runde wird erstmal Sachen gemacht. Da kann ich den Bestienrufer spielen. Und die ruft ja dann nochmal eine Kreatur. Dann können wir damit noch ein bisschen Leben generieren. Aber der Computergegner macht das schon ganz gut. Aber so langsam gehen ihm die Karten aus. Muss ich sagen. Ihr entkommt mir nicht. Ich gehe da erstmal rein. Mach das erstmal so. So krass wird die jetzt auch wieder nicht. Der muss weg. Der ist viel zu gefährlich. Okay. Also der flippt echt komplett aus. Okay, der ist ganz wichtig. Der muss weg. Dann die hier. Dann überlege ich gerade. Schlachterfischschwarm, Klippen, Klippenläufer. Ich glaube Schlachterfischschwarm. Schon wieder 8. Tödlich. Die bekommt ja immer wieder ein anderes zufälliges Schlüsselwort. Die wird da bestimmt irgendwo reingehen. Ich mach Schlachterfischschwarm. Den Klippenläufer kann ich immer noch spielen, wenn es sehr gefährlich wird. Okay. So, ich kann sie trotzdem töten. So, die muss natürlich weg. Kann hier auch auf jeden Fall Schaden machen.
Und wieder den Bestienrufer spielen. Ey, in letzter Zeit kommt echt nur Rotze. Letzter Atemzug, fülle die Reihe mit 1-1. Oh, okay. Das passt eigentlich gerade perfekt. Das passt richtig gut. Ich den kaum unter 30. Okay, komm, töte das Huhn, bitte. Ich mach's erstmal so. Und jetzt muss ich mal zusehen, dass ich ihm Schaden mache. Den Rekruten spiele ich später, wenn es brenzlig wird. Ich meine, er kann jetzt immer wieder nur eine Kreatur spielen. Und der spielt die bevorzugt auf der Seite, wo er keinen Schatten hat. Bam. Ich mach das hier mal so. Dann gehe ich rein. Kann jetzt den Seelenruh-Marschall spielen. Nochmal einen Seelenruh-Marschall. Und den Hausgenossen. Und schon haben wir Bord. Der wäre jetzt auch nicht mehr gefährlich geworden. Als ob ich jetzt so viele Kreaturen verloren hätte. Okay, machen wir das mal systematisch. Ich versuche nicht zu viele Runen aufzuploppen bei ihm. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen. Okay, der verteidigt sich. Machen wir so. Zack. Ja, eine Rune geht noch. Mit dem Dünenpirscher spielen wir später noch rum. Er dezimiert wieder das Board. Also der wehrt sich enorm. Wir greifen erstmal an. Viel zu einfach. Machen wir mal so. Es fehlt halt nicht mehr viel und dann ist der Typi auch weg. Okay, ich könnte einen flinken Schlag machen. Wobei das jetzt auch nicht wirklich was bringt. Ich gehe mal das Risiko ein. Und spiele den Grabenschatzer Verräter. Und spiele ihm den Schatten. Okay, auch wenn er jetzt wieder mehr Karten hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Ruder nochmal rumdreht. Weil wir haben jetzt einfach doch zu viel Angriff. Das ist schon enorm. Aber das dürfte reichen. Zack. Zack. Und bam. Okay, cool. Ein zweites Mal hätte ich echt nicht verlieren wollen. Da bin ich mal gespannt. Bestimmt. Ach, der! Krass! Nachdem du eine Aktion ausgespielt hast, beschwöre eine zufällige Kreatur mit derselben Kosten, mit denselben Kosten aus deinem Deck. Also, das ist schon krass. Du kannst das halt das Deck absolut überfüllen, so wie es er gerade auch gemacht hat. Spannend. Ich bin gespannt, wo ich ihn einbauen kann. Schon sehr gespannt. Markham wusste, jemand war hinter ihm her. Er sagte, er würde die Stadt mit dem nächsten Schiff verlassen. Mhm. Aha. Was erwartet uns nur da?
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn diese ist jetzt vorbei. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer LineTube.